am 15. Juni Geburtstag und noch ganz viele andere Freunde. Und deswegen haben wir gedacht, so langsam könnten wir ja doch mal mit unserer Geburtstagsvorbereitung starten. Dafür machen wir einen Geburtstagsmarathon in den nächsten Wochen. Das heißt, wir zeigen euch alles rund um schöne Einladungen bis zu den Girlanden. Der Juni ist außerdem ein ganz wichtiger Monat für uns, da ganz viele neue interessante Dinge auf uns zukommen werden. Deshalb können wir im Juni leider nur alle 2 Wochen ein Video hochladen, aber dafür werden die richtig farbig, richtig spaßig und die werden so richtig knallen, ne Janine? Ja, also richtig, richtig cool. Also dann viel Spaß! Starten wir nun mit unserer Wassermelonengirlande. Dafür brauchen wir Tortenspitzen. Diese falten wir dann in der Mitte und schneiden sie dann durch. Jetzt kommt die Wassermelone ins Spiel. Die passende Schablone findet ihr dazu in der Infobox. Wir knicken nun unsere Schablone an der aufgezeichneten Linie um. So können wir sie ganz einfach auf unserer Tortenspitze befestigen. Tesafilm sorgt für den extra Halt. Und schon ist unsere Wassermelonengirlande fertig. Passend dazu haben wir die perfekte Einladung gefunden. In der Infobox haben wir euch eine tolle Variante hinterlegt, bei der man seine eigenen Daten hineinschreiben kann. Let's celebrate! Habt ihr Lust, einen Luftballon aufzupeppen? Passend zu unserem tropischen Thema verwandeln wir die einfachen Luftballons in leckere Früchte. So kann man zum Beispiel aus einem roten Luftballon mit ein paar Punkten und dem passenden Stiel eine Erdbeere zaubern. Je nach Art der Blätter und Luftballonform könnt ihr tolle verschiedene Früchte kreieren. Kleine Spiele dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wahrheit oder Pflicht ist eins der beliebtesten. Na, Sophia, was nimmst du? Verrate ich nicht. Ey, so läuft das Spiel nicht. Wenn euch das Kalkulieren von Essen und Trinken für Partys mal schwerfallen sollte, helfen diese tollen Printables euch weiter. I came for the cake. So, das war der erste Teil unserer Geburtstagsreihe und wir hoffen, ihr konntet vielleicht ein paar Anregungen finden. Nächste Woche am 5. kommt leider kein Video, dafür aber wieder am 12. mit dem Teil 2 und wir hoffen natürlich, dass ihr einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!